In Japan ist das ja viel, viel besser. Dann hinterfragt man sich, wenn man das feststellt und denkt sich so, was will ich eigentlich, was ist eigentlich los, wo bin ich zu Hause, was ist mit meinem Leben los, wo will ich hin und man hat die nächste Existential Crisis oder sowas. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Frag Anzu, meinem Frage- und Antwort-Q&A-Format. Ich habe ja schon vor einer Weile erwähnt, mein letztes Q&A ist über 2 Jahre her und deswegen wurde es mal wieder Zeit. Ihr habt mir auf Twitter, Instagram und auf YouTube natürlich Fragen gestellt, die ich heute beantworten werde. Und da wir hier auf YouTube sind, fangen wir natürlich als allererstes mit den YouTube-Fragen an. Markus Schade fragt, warst du schon mal im Echo-Haus in Düsseldorf? Ja, da war ich schon mal und ich fand es dort echt super schön und kann es auch jedem empfehlen, der da Interesse so an traditioneller japanischer Architektur hat oder eben auch, wenn man eben noch nie die Möglichkeit hatte, in Japan sich einen Tempel anzuschauen, dann ist dieses Echo-Haus, glaube ich, auch ein sehr gutes Äquivalent. Ich war damals zum Japan-Tag dort, da war der Eintritt frei. Ich glaube, sonst kostet das ein bisschen was. Die haben aber auch eine wunderschöne Gartenanlage und ja, ich kann es nur empfehlen, es ist echt schön dort. Fabian G. hatte mehrere Fragen und die erste ist, hättest du vielleicht eine Anime-Empfehlung? Ich brauche einen Nachschub und bin nicht mehr up-to-date. Ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, auch nicht so up-to-date, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass viele der neuesten Anime, die super abgehen und gehypt werden, mich nicht ganz so ansprechen. Tokyo Revengers. ja, aber wenn ich 2 Anime aussuchen müsste, die mir in letzter Zeit sehr gut gefallen haben, also in letzter Zeit, ich sag mal so in den letzten Jahren, dann sind das definitiv Demon Slayer und Beastars. Da laufen auch, glaube ich, gerade die 2. Staffeln oder fangen jetzt an oder so. Ja, ich bin nicht immer up to date. Die nächste Frage, die in ähnlicher Weise auch von anderen kam, ist, ist der nächste Japan-Urlaub schon geplant? Welche Teile Japans möchtest du sehen? Beziehungsweise, was fehlt noch auf deiner Japan-Must-See-Liste? Also komplett geplant? Nein, natürlich nicht. Ich habe super viele Orte und Dinge im Kopf, die ich sehen und machen möchte. Aber da das alles eh nicht in einen Urlaub reinpassen würde, ja, ist das irgendwie eh utopisch und ich bin da eher so, dass ich das relativ spontan vor der Reise machen würde. Also ich habe bisher eine Japan-Reise gemacht und ansonsten habe ich ja nur mein Auslandsjahr dort gehabt. Und bei der einen Japan-Reise haben wir es einfach super spontan gemacht und überlegt, was wollen wir wirklich machen? Und ja, dann einfach geguckt, wie können wir drumherum die Dinge planen. Was ich aber auf jeden Fall gerne nochmal machen würde, ist alle Hauptinseln zu besuchen. Da fehlen mir aktuell noch Kyushu, Shikoku und Hokkaido und naja, die liegen sehr weit auseinander. Also das in einer Reise zu vereinen wäre eh nicht möglich und von daher, und so eine richtige Must-See-Liste habe ich eh nicht. Wie gesagt, ich habe viele Dinge, die ich so im Kopf habe oder mir irgendwo aufgeschrieben habe, aber nicht so, ich sage so, das muss ich jetzt unbedingt beim nächsten Mal machen oder so. Die nächste Frage von Fabian ist, wird es neue Episoden deiner Kanji-Geschichtenreihe hier auf deinem Kanal geben? Diese Frage haben tatsächlich ein paar von euch gestellt, was mich sehr überrascht hat, weil die Reihe wirklich sehr alt ist. Sagen wir so, ich spiele öfter mal mit dem Gedanken aus dieser Reihe oder mit dieser Idee nochmal was zu machen. Allerdings habe ich aktuell eher den Fokus darauf gelegt, für mich erstmal zu gucken, wie gehe ich wirklich mit diesen Geschichten um, dass ich mir die eben einpräge und auch die Kanji wirklich damit lerne. Und ja, ich glaube, wenn ich das gefestigt habe, dann habe ich da nochmal ein bisschen mehr den Kopf frei, mir dahingehend, ob ich daraus noch mehr mache, hier auf YouTube oder so, ein bisschen mehr Kapazität. So, hat der Satz vor Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Was will ich eigentlich sagen? Ich will sagen, hab da nicht so viele Erwartungen, dass da demnächst was kommt. Aber wenn was kommt, dann ist eben mein eigener Anspruch, dass es wirklich gut wird. Und deswegen, ja, warten wir mal ab, was die Zukunft so bringt. Sören Ocha hat gefragt, hallo Anne, ich wollte fragen, was dein aktueller Lieblingsgrüntee ist und warum er geschmacklich dein Lieblingsgrüntee ist. Die Frage könnte auf 2 unterschiedliche Art und Weisen gestellt worden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin es abzielt. Die eine Sache wäre, was ist mein Lieblingstee im Sinne von, bei welcher Marke, Firma kaufe ich gerne? Oder was ist mein Lieblingstee im Sinne von, ja, in Grüntee ist ja in Japan super divers. Es gibt super viele verschiedene Grüntee. Wir kennen das alles unter Grüntee, aber es gibt zum Beispiel Sencha, Fukamushi Sencha, Genmaicha, Kabusecha, Hojicha und was nicht alles, ne?
wenn die erste Richtung gemeint ist mit Marken und Firmen, da habe ich nichts Spezifisches. Da bin ich aktuell selber sehr viel am Ausprobieren und kann noch nicht sagen, das ist mein definitiver Favorit oder so. Wenn es eher in die zweite Richtung abzielt, ist natürlich ganz klar Matcha so mein Favorit. Aber abseits von Matcha habe ich in letzter Zeit gern Maicha und Fukamushi Sencha super lieben gelernt. Vor allen Dingen Fukamushi Sencha als Kaltaufguss ist irgendwie super spannend. Dann haben wir eine Frage von Tako Anji. Mich würde interessieren, welche japanischen Gerichte, Snacks, Zutaten etc. Du so richtig in deinem... Okay, ich fange nochmal von vorne an. Mich würde interessieren, welche japanischen Gerichte, Snacks, Zutaten etc. du so richtig in dein eigenes Leben integriert hast. Bei mir sind japanische Snacks zum Beispiel immer eine große Ausnahme und was ganz Besonderes. Ist das eventuell bei dir anders? Besteht deine Küche generell schon aus japanischen Zutaten? Generell ist rund um Essen alles für mich interessant. Das finde ich sehr gut. Essen finde ich nämlich auch sehr interessant. Snacks. Ich würde sagen, dass japanische Snacks und Süßigkeiten für mich auch eher noch Ausnahmen sind. Oft leider einfach nur aus Verpackungsgründen, weil japanische Süßigkeiten einfach so viel und so unnötig verpackt sind. Aber auch irgendwie, weil es sie halt nicht so wirklich hier gibt. Ich bin allerdings durch die Teeschule natürlich ein bisschen verwöhnt oder versorgt mit Mochi und diversen anderen, sag ich mal, traditionelleren japanischen Süßigkeiten, weil wir die eben immer im Unterricht essen. Die hat meine Lehrerin oft entweder selbst aus Japan mitgebracht oder von irgendjemandem geschenkt bekommen, der gerade in Japan war. Oder wir haben auch eine Mitschülerin, die die selber macht. Das ist eine ältere japanische Dame, die hier in Deutschland lebt und die super viel ausprobiert und selbst macht. Also da haben wir schon sehr spannende Wagashi bekommen. Und wenn da was übrig ist, dann dürfen wir das auch mit nach Hause nehmen. Allerdings ist es halt für mich trotzdem eher noch eine Ausnahme, weil ich halt so ein bis zweimal im Monat Teeschule habe. Also ist jetzt nicht so, dass ich das es ist schon regelmäßig, aber nicht so hochfrequentiert. Ich habe schon zweimal versucht, Mochi selber zu machen. Die waren nicht perfekt. Aber die sind immer noch tausendmal besser als alle Taiwan-Mochi, die man irgendwie so im Asiamarkt bekommt. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Das ist sehr zeitaufwendig, aber es einfach mal zu machen, ist schon irgendwie cool. Ich habe dazu das Rezept von Yamtamtam benutzt. Abseits davon kochen Max und ich aber in letzter Zeit einfach so oft japanisch. Das ist eigentlich total verrückt. Ich habe, glaube ich, in meinem vorletzten Q&A oder so mal gesagt, dass ich überhaupt nicht japanisch koche, weil ich das gar nicht kann und das auch irgendwie super kompliziert finde oder sowas, habe ich damals gesagt. Ja, die Japan-Sehnsucht hat mich dann doch dazu gebracht, es auszuprobieren. Wir versuchen uns oft an Ramen, Yakisoba, verschiedene Don-Gerichte, also einfach eine Schüssel Reis mit Gyoza oder Tofu oder sonstigen Sachen obendrauf. Taco-Reis haben wir relativ viel gemacht. Das sind so die Standardgerichte, die ich jetzt eigentlich schon zu unserem alltäglichen Repertoire zählen würde. Vor kurzem habe ich auch mal ein bisschen angefangen mit Curry rumzuprobieren. Also ja, wir kochen sehr viel japanisch irgendwie. Und was dann an Zutaten in meiner Küche nicht fehlen darf, das habe ich hier mal aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse, sind folgende Sachen. Sojasauce, Mirin, Reisessig, Sake, Kombu, Wakame für die Kake, Tofu, Ingwer, Reismehl, Sesam, Sesamöl und einfach diverses Gemüse für alle möglichen Gerichte. Bei Instagram gab es eine passende Frage zum Thema Essen, deswegen gehen wir jetzt direkt drüber zu den Instagram-Fragen und Kerem hat mich gefragt, ja, was hat er denn gefragt? Er hat eigentlich keine Frage gestellt, sondern er hat geschrieben, dein Lieblingsessen, zeig uns mal, wie es geht. Das ist eine echt schwierige Frage aktuell, weil ich glaube, ich aktuell kein Lieblingsessen habe. Vor einer Weile war es Taco-Reis, weil ich einfach die Idee von Taco-Reis super spannend finde. Also wer es nicht kennt, Taco-Reis ist prinzipiell das Innere eines Tacos auf einer Portion Reis mit Tortilla-Chips dazu. Ich benutze dazu meistens das Rezept von thehungrystories.com, also von der lieben Kumo. Und ich ersetze aber das Fleisch durch Tofu. Allerdings ist es so, dass dieses Rezept durch die Conline 2020 super gehypt wurde und ich es selber dadurch super viel gekocht habe, dass ich aktuell nicht mehr so gerne und so oft Taco-Reis esse. aber das ja, ich bin sowieso so ein Mensch, der nicht wirklich immer ein Lieblingsgericht hat. Und deswegen ist die Frage für mich einfach super schwer zu beantworten. Aber ich verlinke einfach mal das Video, wo ich schon mal ein bisschen mehr über Taco-Reis gesprochen habe, hier oben. Und dann kannst du da mal reingucken, wenn du Interesse hast, Kerem. Die nächste Frage auf Instagram kam von Geniales und lautet, hast du mehr Spaß am Videos erstellen oder streamen? Und das ist eine echt schwierige Frage. Was ich am Streamen mag, ist, dass es spontaner ist und ich halt den direkten Austausch mit euch habe.
Und das finde ich schon echt sehr cool. Aber es ist für mich technisch aufwendiger und stresst mich dadurch irgendwie ein bisschen mehr so bei der Vorbereitung. Das liegt einerseits daran, dass ich halt meinen Schreibtisch mal ein bisschen umbauen muss, weil ich aktuell auch viel im Homeoffice arbeite und ich kein festes Streaming-Setup habe und so. Und deswegen alles irgendwie so halb provisorisch ist. Aber auch daran, dass ich in OBS nicht alles so eingerichtet bekommen habe, wie ich das gerne hätte. Und ja, das ist bei Videos machen einfach was anderes, weil ich das, glaube ich, schon ein bisschen mehr gewohnt bin und ich halt im Nachhinein alles in Ruhe bearbeiten kann. Also dieser technische Aspekt, der frustriert mich beim Videos machen auch manchmal, aber der stresst mich nicht, bevor ich das Video mache oder so. Und was ich beim Videos machen mehr mag als beim Streamen, ist halt das Filmen an sich. Also gut, mit solchen Videos hier ist das jetzt nicht so der Fall, aber so generell finde ich super spannend, so verschiedene Winkel auszuprobieren, neue Perspektiven zu bekommen und einfach auszuprobieren, wie ich das, was ich mache oder was ich zeigen will, gut einfangen kann. Und das ist halt was, was beim Stream nicht ganz so, also eigentlich gar nicht passiert. Deswegen, das ist aber was, was mir auch sehr viel Spaß am Videos machen macht. Deswegen, insgesamt kann man es, glaube ich, einfach ganz schwer vergleichen, würde ich jetzt mal sagen. Nolan Winter hat gefragt, Lieblingscafé-Senpai, Spaß, hab dich lieb. Ja, natürlich bist du mein Lieblingscafé-Senpai und das sage ich nicht nur, weil ich das jetzt muss, sondern weil es wirklich so ist. Und ja, ich hab dich auch lieb. Schaut alle mal bei ihm auf Twitch vorbei. Er ist ein ganz, ganz lieber. Und jetzt kommt die schwierigste Frage, die ich auf Instagram gestellt bekommen habe und die kam von Xylophone Photography. Woher ziehst du deine Inspiration bzw. was inspiriert dich am meisten? Und vielleicht hatte ich erstmal eine kleine Existential Crisis, wo ich darüber nachgedacht habe, was inspiriert mich und wozu inspiriert mich es überhaupt und was ist eigentlich los. Aber ich fand die Frage trotzdem super, super spannend und bin am Ende zu zwei Punkten gekommen, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann. Der erste Punkt ist die japanische Kultur an sich. Die inspiriert mich einfach zu so vielen Dingen. Und ich entdecke immer wieder super viele neue Sachen und bin einfach von nicht allen, aber fast allen Facetten dieser Kultur super fasziniert und irgendwie halt eben auch inspiriert. Ich habe früher mal gesagt, dass mich die Gegensätze in der japanischen Kultur sehr faszinieren. Also, dass es immer so moderne Traditionen zum Beispiel sehr nah beieinander sind oder dass so strikte Regeln mit sehr viel Offenheit sehr arg nebeneinander existieren können und sowas. Mittlerweile würde ich aber fast sagen, dass neben diesem Fakt der Fakt, dass die japanische Kultur einfach so viele Facetten hat und jeder irgendwo seinen Platz finden kann, ja, dass das auch was ist, was mich super inspiriert. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Und die zweite Sache, die mich sehr inspiriert, gerade eben auch hier auf YouTube oder generell im Internet aktiv und unterwegs zu sein, ist einfach der Austausch mit anderen Menschen über diese Kultur oder generell über Dinge, die einen faszinieren. Also ich beziehe es immer sehr viel auf Japan, weil ich eben sehr viel selber über Japan rede und dann natürlich mit anderen über Japan ins Gespräch komme. Aber ja, einfach so dieses Austauschen und zu sehen, wie erfahren andere das, was ich so erfahre. Also haben, wie ist deren Blickwinkel? Und das muss nicht unbedingt nur jetzt, sage ich mal, andere Ausländer, sag ich mal, sein, die sich mit Japan beschäftigen, sondern auch Japaner, die sich halt, also Japaner an sich, sich mit denen über Japan auszutauschen, finde ich auch immer super, super inspirierend, wenn man dann erstmal merkt, so, okay, das ist gar nicht für den Alltags-Japaner, für jeden Japaner im Alltag präsent, das will ich sagen. Und ja, das einfach so dieser Austausch, so viel mehr noch zu erfahren und andere Blickwinkel mitzubekommen, das finde ich auch immer super inspirierend. So, jetzt habe ich aber super viel geredet. Deswegen kommen wir jetzt noch zu ein paar Twitter-Fragen. Und die liebe Angie hat mich auf Twitter auch gefragt, welche Kultur interessiert dich außerdem noch? Ich muss sagen, dass mich neben Japan Korea sehr stark interessiert und das wird jetzt niemanden überraschen. Tada! Ich habe auch gesagt, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich kann Japanisch, auf einem Level, mit dem ich zufrieden bin, dann fange ich an, Koreanisch zu lernen. Mal sehen, ob das noch passieren wird oder ob ich mein Leben lang versuche, so gut Japanisch zu können, dass ich sage, okay, damit bin ich jetzt zufrieden. Aber es gibt auch so viele Länder, über die ich noch nie nachgedacht habe, ob ich diese Länder und deren Kultur spannend finde. Mein Problem ist halt, dass ich generell mit Japan angefangen habe und gefühlt noch mein Leben lang mit Japan und seiner Kultur beschäftigt sein werde, weil es einfach so viel zu entdecken gibt.
und ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt noch bei einer anderen Kultur anfange, dann komme ich gar nicht mehr klar in meinem Leben, weil es einfach so viele Dinge gibt, die ich erfahren und lernen möchte. Und ich glaube, da bin ich mit Japan erstmal gut bedient. Axel Baumann hat gefragt, ist es schwierig, sich nach längerem Auslandsaufenthalt in Deutschland wieder zu Hause zu fühlen? Und ja, das ist auch meine Antwort. Also ja, sehr. Ich bin jetzt schon 4 Jahre wieder in Deutschland, ein bisschen mehr, also so 1-2 Monate mehr als 4 Jahre. Und ich muss sagen, dass ich, seitdem ich aus Japan wiedergekommen bin, dieses Land nicht loslassen kann, weil eben gefühlt ein Teil von mir immer noch dort ist und ein Teil von mir das als seine Heimat ansieht, was super weird ist und was ein sehr, sehr komisches Konzept vielleicht für viele ist, aber es ist einfach so. Also ein Stück von mir empfindet Japan als Heimat. Es ist natürlich so, dass man super viel vergleicht. Wie war mein Leben damals zwischen wie ist mein Leben jetzt? Wobei es teilweise eigentlich gar nicht vergleichbar ist, weil damals habe ich studiert und jetzt arbeite ich. Das sind komplett andere Alltage, aber trotzdem ist es halt so, dass man einfach natürlicherweise Dinge vergleicht, dass man natürlicherweise Japan zu einem gewissen Grad auch idealisiert. Auch ich mache das, auch wenn ich mir das manchmal nicht eingestehen möchte, aber doch, auch ich mache das. Oder dass ich Annahmen mache über etwas, das ich eigentlich gar nicht so genau weiß und mir denke, ja, in Japan ist das ja viel, viel besser. Dann hinterfragt man sich, wenn man das feststellt und denkt sich so, was will ich eigentlich? Was ist eigentlich los? Wo bin ich zu Hause? Was ist mit meinem Leben los? Wo will ich hin? Und man hat die nächste Existential Crisis oder sowas. Kurz gesagt, ja, es ist super schwer, sich in Deutschland wieder zu Hause zu fühlen. Und die letzte Frage finde ich eigentlich eine sehr gute Frage zum Abschluss. Und die kommt von Dori. Wenn du jetzt nicht ans Geld denken müsstest, würdest du lieber in Deutschland oder in Japan leben? Ja, und da muss ich sagen, dass das Geld an der Stelle, glaube ich, gar nicht so das Problem wäre. Ich glaube, ich könnte in beiden Ländern ein Leben führen, das ähnlich teuer ist. Und dabei hätte jedes Land seine unterschiedlichen Vor- und Nachteile. Was für mich ein viel schwierigerer Faktor ist, sind so Freunde und Familie. Also das wiegt bei mir viel mehr rein, warum ich halt auch erst mich entschieden habe, nach Deutschland zurückzugehen. Und ich es sehr schwer finde zu sagen, ich möchte nach Japan auswandern, obwohl ich das manchmal vielleicht in mir drin denke. Das wäre für mich ein viel, viel einschneidender Faktor als das Geld. Also ich würde sagen, ich bin aktuell nicht des Geldes wegen nicht in Japan, abgesehen davon, dass Pandemie ist. Ne? Manchmal denke ich, dass so ein Leben, wo man teilweise in Deutschland und teilweise in Japan lebt, irgendwie super spannend wäre und ich das ja irgendwie in meiner Idealvorstellung voll toll finde. Allerdings würde ich das aktuell aus Klimakrisegründen einfach nicht gutheißen wollen. Das heißt, wenn Geld keine Rolle spielt, bedeutet das eigentlich, dass ich mein Geld in Firmen investieren müsste, die in klimafreundlichen oder CO2-neutralen Treibstoff forschen. Also da müsste ich mein Geld rein investieren in solche Firmen und dann irgendwie wahrscheinlich noch in die Politik, damit die diese Treibstoffe anerkennen und fördern und ach, keine Ahnung was. Und dann könnte ich irgendwie mein internationales Traumleben leben oder sowas. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Antwort euch am meisten überrascht hat in dieser Fragerunde. Und ich bedanke mich an der Stelle wie immer fürs Zuschauen und fürs Einschalten und fürs Unterstützen, Glocke und Daumen und keine Ahnung was alles. Ich kann das nicht so, dieses Standard-YouTube-Gelaber. Deswegen kurz und knapp wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.